Hey und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Und manchmal denke ich mir echt, ich habe keine Intelligenz. Ich war gerade dabei und hatte Aion gestartet. So, hat den PC angemacht und Aion an. Und ich war da. Sag mal, wieso habe ich keinen Ingame-Tod? Ich habe alles lauter gemacht und sonst was und geguckt. Und dann ist mir aufgefallen, mein Headset war aus. bisschen Panne. So, was ist das denn? Ah, ja, okay. Mir egal. Moment, ich muss den Haken reinmachen, damit das Symbol nicht mehr angezeigt wird. Manchmal ist es ein bisschen zu viel, dass ständig irgendwelche extra Coins verfügbar sind. Vor allem, ich finde es dann immer lustig, wenn die Leute außerhalb der extra Coin-Zeiten irgendwas kaufen. Ich meine, es ist klar, dass innerhalb von kürzester Zeit wieder extra Coins da sein werden. Also es ist immer so. In sagen wir, maximal Abstand einen Monat kommen wieder neue extra Coins. Da sind drei Leute. Das ist ungeil. Ich werde garantiert nicht in drei Leute reinspringen. Wovon habe ich gerade Schaden gekriegt? Irgendwas hatte mir auch gerade, dass meiner so gesagt hat, so, aua. So, wir wählen mal die Quest auf. Spy, 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 Spy. Habe ich die Spy Daddy angenommen? Nee, habe ich nicht. Doch, da habe ich. Aber die mache ich hier nicht. Ich glaube, ich habe die PvP-Spy Daddy nicht. Ja, ist auch egal. Wiki, 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 wiki. Wir haben nicht mehr viele Spies, fällt mir gerade auf. Sind die jetzt weg? Oh, sie sind weg. Weil da war ein Kantor mit bei und frag mich nicht, was sonst noch. So, auf jeden Fall waffe ich gerade Inventar rein, weil ich noch die. Ja, natürlich. Ich habe noch die Arena-Sachen oben. Petliste. Die Blubble. Hierhin, dahin. Waffen. Und Pet automatisch looten. Ja. So, jetzt sind wir soweit. Eben kurz gucken. Direkt hiervor sind keine Tauben. Ich muss mich noch, wie wir alle wissen. Ja, das war jetzt sehr schlau. einen Kisk stellen, ansonsten bin ich aufgeschmissen. Ein Kisk wird hier irgendwo. Das sieht irgendwie cool aus. Ich glaube, das ist richtig offensichtlich, aber das stelle ich einfach hin. Ich glaube, da ist der Riss von denen. Ich stelle den da nicht hin. Also, wenn da ein Riss wäre. Hier sind zweimal solche Nester. Ja, natürlich edde ich die Blume. Ich edde immer alles. Ich habe ein verstecktes Talent, was das angeht. Ah. Ich hasse das. Manchmal kann man durch so ein Zeug durchlaufen, manchmal nicht. Manchmal resistet man, manchmal nicht. Ich würde sagen, sie greift mich jetzt an und ich hoffe, dass der Kisk vorgestellt ist, weil sonst muss ich ihn. Fick dich. Fick dich hart, du fucking Green Ghost. Boy. Der ist schön. Aber trotzdem. Das ist ein scheiß Pisser. Oh, jetzt lass mich mal in den Kisk stellen. Meine Güte, noch eins. Das ist so umständlich immer sein muss. Oh Gott. Übrigens, heute die Folge ist live heute aufgenommen. Also nicht mehr vorproduziert. Wie viel sind die momentan wert? Ja, so viel wie es dir wert ist, eine kleine Kiste in der Schoko zu öffnen. Und da wenige Leute noch Schoko aktiv laufen, ich habe das Gefühl, niemand hat mehr Bock, weil irgendwie so richtig gut droppt sie nicht. Sind sie auch nicht sonderlich viel wert. Und ja, ich möchte ernsthaft mit dieser Kack-Quest fertig werden und ich will gucken, ob da unten. Ich glaube, ich nehme gleich den Windstream einmal zur anderen Seite, wenn ich hier vorne relativ weit fertig bin. Ob da unten immer noch Tauben sind und am Rum-PvE sind. Weil das würde mich schon interessieren. Wir haben ja immer noch die 50%. Die haben wir immer noch. Und ja. Und ich habe langsam das Gefühl, ich krieg meine scheiß Sterne nie mehr weg. Ups, falsches Bild. Was ist denn heute in der Hero Trials? All across in Etrea. Das könnte mir jetzt zur Hilfe kommen. So oder so, wenn ihr so etwas habt. Ich sag nur, resell. Mehr werde ich dazu nicht erwähnen. Oh, da hat es aber gerade geruckelt. Okay. Ja gut, das sind alles Quests, die man hinkriegen sollte. Zur Not, also überall in der Trea zählt auch die Arena. Das heißt, wenn ihr Tickets habt, einfach mal schnell Tickets raushauen. 20 Kills sind 4 Arenen, wenn ihr dominiert. Ansonsten ein bisschen mehr, weniger, was auch immer. Also weniger, falls ihr die andere Kills macht. Ich glaube, ist es überhaupt möglich, in einer Arena 20 Kills zu machen? Wahrscheinlich, wenn ihr euch durchgehend gegenseitig killt. Das wäre aber ganz schön heftig, um ehrlich zu sein.
So, und ich habe mal darüber nachgedacht. Bringt es wirklich so viel mehr, die Elite zu machen? Also klar, sie geben wirklich viel EP, aber ihr seht es, einmal muss ich bei... Ach, ich habe ganz vergessen, dass mein Blubber ja lootet. Muss ich bei diesen Mobs halt eigentlich gar nicht anstrengen. Gut, sie sind jetzt relativ hoch im Level und ich muss auf PvP achten. Ist das Spiel zu laut. Aber ansonsten ist hier halt nichts Schweres bei und sie gehen schnell. Wenn ich jetzt die Zensern nehmen würde, also die... Ja, die Asmo, die wissen jetzt, für die Elios, das sind die 70er Elite, nicht die höheren, also es gibt ja verschiedene Elite und das sind halt die 70er Elite, nicht die 74 und höher Elite. Die brauchen schon länger und sind noch nicht einfach. Und die Schwarzmähen halt, also die 74er Elite, die geben zwar richtig, richtig viel EP, aber einmal lohnt es sich nicht, wenn du noch weit vom Level unter bist. Ah, jetzt sind wir im Gebiet. Okay, ich glaube, ich nehme dem, wenn es viel ist, ein bisschen angenehmer reinzusteigen als im schweren Gebiet. Also, es lohnt sich nicht, wenn du vom Level zu weit unter denen bist, weil du eh zu oft resistest, als dass du sie überhaupt machen kannst. Dann gibt es die, wo du sie machen kannst, aber es einfach unangenehm ist, weil du immer noch oft resistest. Und es gibt die Phase, wo du... Also, über das letzte Level redet niemand. 74 sind die, glaube ich, echt die effektivsten. Aber davor... Je nachdem, welche Klasse man ist, also SM kann es solo, Sorg kann es wahrscheinlich auch solo, Bade kann es, Kehriger kann es. Aber viele, viele der anderen können es halt nicht. Das heißt, sie müssen so oder so die neuen Elite machen und trotzdem sind sie schnell. Oder halt als Gruppe die Elite. Und da, ich denke mir mal, diese Klassen, die das nicht solo können, müssen jemanden in der Gruppe nehmen, der das eigentlich solo kann. Also was macht das für Sinn für die Person, die solo kann? Maximal, dass es... Der Windstream geht echt in diese Richtung. Lol. Was? Na super. Ich dachte echt, der geht in die andere. Weil das für mich logisch ist, weil hier halt die ganzen Einstänge... Was ist das denn für ein Kack? Und wieso ist da hinten? Ah, da hinten ist die... Wieso ist da hinten rosa? Ist doch... Ist das nicht die... Welche? Scouting Wind. Ja, okay. Warum auch immer. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Dass da genau die gleiche Quest ist und wahrscheinlich sind da, ich weiß wieso, weil da hinten dann deren zeitweise existenten Mobs sind und eventuell ersetzen die bei denen normale Mobs oder, ja, es wird sowas in die Richtung sein. Haben wir auch ähnlich, dass wenn, welchen Gebiet ist das? Bei Urugal sind sonst normale Mobs oder halt, wenn, Urugal ist glaube ich ein Nacht... Moment. Karunai und Urugal sind Nacht, ja. Tag, Entschuldigung. Also ist Urugal ein Tagsmann. Ja? Ja. Der rollt aber süß. Nee, auf jeden Fall. Das sind ja auch dann tagsüber bei Urugal dann diese Bäume und sonst sind da. Weiß ich nicht. Und im Vergleich dazu sind am See. Hingegen einfach keine Mobs, also dort an der Stelle, wo, also ich glaube, dort an der Stelle, wo die sind. Bei Kardunai sind hier so oder so immer die Griffos, selbst wenn man sie nicht wirklich angreifen kann, weil sie halt fliegen. Ist da eine Taube drin? Nö. Okay, hätte ich vielleicht mal früher schauen sollen, ich glaube, ich war hier schon mal im Gebiet. Und bei Kurubi sind da Positionen? Also nachts sind da dann ja auch diese Bienen, ich glaube, es sind Bienen. Was sollen wir ihn darstellen? Tagsüber. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich mal einen von denen hier ausprobiere? Also ich meine, wir haben ja eh einen Kisk. So Strange, Sorker. Oh. Also an die Gruppe gebe ich nicht dran. Ansonsten hätte ich jetzt den Nicht-Strange ausgewählt. Ne? Aber da es eine Gruppe ist und der eine definitiv Fernkämpfer ist vom Namen her. Also Sorker haben so die Eigenschaft, dass sie auf Distanz das machen. Stimmt nicht ganz. Ether-Tech sind auch magische... Apropos-Beziehung. Entschuldigung. Ich bin doch ein bisschen müde. Gestern zu lange. Naja, was auch immer. Nee, auf jeden Fall. Sokka. Mir fällt euch ein einziger
wirklich magischer vom Namen her und von den Eigenschaften, was er macht. Nicht die Hider. Ne? Hider sind ausgeschlossen. Oh, Etreaschwing. Nice. Beschloss ich die nachher? Schenke ich die zum Schluss? Ja, ich muss mal heute Nachmittag ein bisschen schreien, ob ich die jemanden schenke. Der Plus gerne Flügel, deswegen. Also, magische Nahkämpfer in Aion. Also, wirklich im Namen einen magischen Skill wie Mage, Sorg. Gibt es sonst auch irgendwelche? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Nahkämpfer, ja. Im Grunde nach ein AT als Klasse. Also als Mob. Und da fällt mir ganz ehrlich keiner ein. Kein einziger. Also wir reden jetzt nicht davon, dass ihr die im Nahkampf macht, sondern welche Auto-Attack oder was auch immer Range die haben. Ich denke gerade echt nach. Ich glaube, die Bosse sind zum einen Bosse, also Bosse zählen glaube ich nicht, wenn wir es jetzt so formulieren. Und die sind großteils physisch. Priester und Raging Warrior. Ich könnte... Da muss ich sehr weit laufen, aber wir versuchen es mal. So, ich glaube, der Priester hat eine höhere Range. Das heißt, der müsste gleich resetten. Resettest du? Er ist resettet. Gut, dann können wir auf die 1 gehen. Das habe ich mir übrigens von einem Video abgeguckt, dass man diese Gruppen auf diese Art... Oh, okay. Er ist schon mal Stun Resistance. Auf diese Art auseinanderzieht. Das war so eins. Wie levelt man als... Obwohl level ich... Oh Gott, nein! Scheiße. Ich hab grad so verkackt. Wo level ich als Level 70 plus SM-Idios oder so, hat er ein Gebiet gezeigt. Keine Ahnung, wurde mir halt auf meiner Startseite angezeigt. So. Und da hat er halt die Zweiergruppen immer im Gruppen-Route reingesetzt. Damit er kein Problem mit denen hat. Damit er sie resetten kann. Ja. Bisher hatte ich sie halt immer auf normale Art resettet. Muss ein bisschen weiter laufen. Aber ich glaube, das funktioniert so gut, weil der Brute an sich macht keinen Schaden. Wenn du Schaden auf die Mobs hat, dann laufen sie dir länger weiter hinterher. Aber es würde theoretisch auch funktionieren, dass man halt einen von der Part, den man angreifen möchte, den Part von der Gruppe, den macht man... Nebenbei, ich hab mal, wieso benutze ich den nicht? Den gibt man ein Skill drauf und den anderen ignoriert man einfach im eigentlichen Sinne. Wie viel Schaden machst du? Ah, ich hatte Schild drauf, das ist relativ. Ich versuche immer zu viel. Mal gucken. Okay, es geht. Und ja, ich achte gerade nicht aktiv darauf, Erosion zu weaven, ne? Wer sich das wundert? Nein, das ist gerade 100% nicht gewollt, weil ich zu lange dafür nicht gespielt habe. Also ich war jetzt ja... 2 Tage nicht mehr in Aion. Das ist ja Zeit für Aion später. Ich kenne Leute, die so lange nicht mal das Haus verlassen. Also nicht den PC. So. Nicht das Haus. Das war jetzt falsch ausgedrückt. Ja. Das Spiel ist voll von Suchtis, die kein Real Life haben. Nichts gegen die Leute. Also ich meine, wenn man halt nur Aion spielt, spielt man halt nur Aion. Aber. Ja. Weiß ich nicht. Kann ich nicht verstehen. Irgendwo hört es dann auf. Ein gewisses Maße an. Also. Aion hört für mich da auf, wo das andere anfängt. Das, wenn es jetzt, wenn man das ganz praktisch Beispiel... mir fällt kein praktisches Beispiel ein. Jemand möchte etwas mit dir unternehmen und du sagst einfach, nee du, ich habe keinen Bock, ich spiele jetzt Aion. Das könnte ich wiederum nicht verstehen. Und wir müssen mal kurz sehen, also wir haben... noch genug Energie der Rast für ihn. Wir haben Sternenergie sehr hoch und wir haben auch noch Energie des Wachsens. Das heißt, wir bekommen gleich plus EP-Event. Ich werde gleich sehen, wie viel EP es gibt, auf jeden Fall. So, 50 plus 60, 110 plus nochmal 60, 170 plus 100, 270 plus nochmal 20, weil ich zusätzlich habe, sind 290% Zusätzlich. Das heißt, wir bekommen sozusagen 390%, wenn man es auf 0 bezieht, aber das macht keinen Sinn. Also, wir kriegen erstmal die EP und dann nochmal das fast Dreifache nochmal oben drauf. Also kriegen wir ungefähr für 4 Mobs. Jo,
ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe. Alter, geben die viel. Alter, was ist das denn für ein Betrag? Wenn wir es runterrechnen, geteilt durch 4, haben wir ungefähr, sagen wir mal 5 Millionen. Ich habe jetzt keines, mehr als 6 Millionen ungefähr. Ja, ein bisschen mehr als 6. 6 Millionen pro Mob. Wenn wir jetzt den hier, den normalen Mob machen, haben wir 25 Millionen, 25.000 würde ich gerne haben. 25.000 pro Mob. Das ist weniger. Das ist viel weniger. Ich glaube, das würde ich ernsthaft überlegen. Ich will mal kurz gucken, ob das Nah- oder Fernkämpfer ist. Wer es ein Nahkämpfer ist, mache ich den eben. Also, er hat keine Fernkämpferwaffe ausgepackt. Also mal einfach sehen. Weil, ja, es ist ein Nahkämpfer. Perfekt. Also es könnte ja auch rein theoretisch ein Kleriker mit einem Stab sein. Nicht unbedingt mit einem Kolben. Aber er wollte sich gerade nicht... Ah, er ist ein Level drüber. Über dem anderen. Theoretisch müsste er mehr... Oh, man kann ihn stunnen. Das ist nice. Müsste er mehr EP geben als der andere. Aber... Ich hab... sorry, ich... wenn... Ich konnte jetzt einfach nur Plus schreiben. Da stammt, hey, nimmst du auf. Und weil ich hier gerade am Mob dran bin, habe ich keine Zeit, jetzt da einen ewig langen Text zu schreiben. So, dreh ich dich mal so. Viel Spaß. Text. Es nervt, wenn man resistet. Also ich würde empfehlen, nur die 4 Level über einzunehmen. Der 65er ist schon ein bisschen arg von den Resists her. Jetzt habe ich nicht mitbekommen, was da stand. Was? Ich nenne es jetzt einfach mal EP. Ihr werdet an der Folge sehen, was ich meine. Weil, das sind echt... Was, der hat gerade die Mob da gehealt. Hat er auch sich selber gehealt? Moment, kann ich ihn silencen? Ja. Okay, beim nächsten Mal werde ich dann versuchen, ihn zu silencen. Wusste ich einfach nicht, deswegen hatte ich es nicht gemacht. Ich wurde angesprochen. Was das mit 5.1 mit dem... Ich erwähne ja immer, dass da ein neues PvP-Gear kommen soll. Und ich bin mir sehr sicher, dass ein Arena-Gear kommt. Also, das gibt es in der Database und alles. Und ich meine, es wurde auch angekündigt. So oder so. Muss ich mal kurz hier fehlen? Nein! Nicht hin! Ah, kacke! Ah, ich hatte nicht damit gerechnet, dass mein 4 resistet. Und das hat mich gerade ein bisschen abgefangen. Oh, ernsthaft! Hör auf zu resisten, du Kackding, ey. Also, es ist nervig und ich hätte mir vielleicht was anderes als den Priester rauspicken sollen. Und der macht Schaden wie Sau, du. Versuchen wir ihn nochmal zu vieren. Das hat übrigens nichts mit meiner Emak zu tun. Es gab da diverse Leute, die meinten, hey, du brauchst doch nur mehr Emak. Nummer 1, ich habe 4 Emak. Nummer 2, es liegt am Level Resistance. Das heißt, das hat ein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Patsch. Es hat nichts damit zu tun, dass ich wenig MAK habe. Es hat einfach damit zu tun, dass er 5 Level über mir ist. Das ist auch der Grund, wieso man die Etrea-Quest nicht fertig machen kann, weil der 80er Legendary einmal, er hat den Faktor als Legendary, das heißt, er wird eh sehr hohe... Ich muss kurz laufen, weil er keinen Root abgekriegt hat. Sehr hohe Resistenz-Stats haben. Das ist nun mal einfach so. Boah, ich warte gerade ein bisschen auf den Pott. Oh Gott. Ich muss jetzt echt Mana potten eigentlich. Warte mal. Nee, warte. Die geben mehr, glaube ich. Müssen. Ja, das war ein okay Wert. Wieso habe ich das gemacht? Weil er mir kaum Mana gibt, wenn ich das mache. Und ich dann irgendwann ins Mana-Minus komme und das ist kacke. Wo war ich gerade bei? Ach genau, der 80er Legendary hat den Faktor, dass er Legendary ist. Also hohe Resistenzwerte haben wird eh. Und er ist Level 80. Also jetzt aus meiner Perspektive einfach mal 10 Level über mir. Und bei den anderen, bei den wenigen 75ern, die es schon gibt, es gibt nicht so viele. Nicht so viele, wie man vielleicht denken mag. Es nervt gerade ein bisschen, dass ich so viel Mobs akku habe.
Das war jetzt dumm. Ah, der Root ist ja jetzt gleich wieder ab. Ich weiß nicht, was ich damit bewirken wollte. Ich wollte ihn einfach nur dispeln. Ich weiß nicht, wieso. Und diese scheiß Mobs sollten mal bitte aufhören, mir immer Schaden zu machen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es Fernkämpfer sind. Okay, der ist tot und Gam auch wieder. Extrem... Taube. Tschüss, Magma, Guys. Huch, habe ich dich gerade gebufft oder was war das? Er hat ihn in die Garne gezogen. Fick dich hart. Moment. Jetzt sollten eigentlich alle beschäftigt sein und jetzt kann ich auf ihn gehen. Weil die gesamten Garni-Mobs sind mit dem Mob beschäftigt. Und er weiß nicht, dass ich hier bin, weil du nicht auf die Karte guckst. Bleib stehen, ich will dich töten. Oh, bitte greif mich nicht an, Mobs. Und er ist tot. Sorry, ich fand das gut. Ich muss dringend diese scheiße Mobs resetten. Wie viel EP waren es? Oh, AP ist 20. Also, Moment. Er war vom Level her höher, hat mir aber weniger EP gegeben. Ah, dann war das eine mehr Sterne. Okay, das heißt, achtet darauf. Ich glaube, es war sogar ein Raging. Kann das sein, dass ich eben Raging getötet hatte? Also Raging geben immer... Ja, es war ein Raging. Raging geben die meisten EP. Ist halt einfach so. Und das andere war nur ein Tather. Das heißt, der gibt Standard EP Minior, geben die kleinsten EP-Werte. Ist auf jeden Fall interessant, das gesehen zu haben, finde ich. Also, wer weiß, vielleicht teste ich das nochmal bei unseren Schwarzmähen auf, wie schwer die sind. Weil, das ist schon ein enormer EP-Wert. Stell dir mal vor, ich hätte nochmal eine 100%-Rolle drauf gehabt, die ich noch im Inventar habe, hätte ich beim Raging jetzt überschlagsweise knapp 35 oder so. Ich weiß es gerade nicht ganz. Moment. Was waren eben nochmal? Ja, sagen wir ungefähr 35. Abgerundet müssen sein. Ach, was weiß ich. Ich habe gerade keine Lust zu rechnen. Für einen einzigen Mob? Oh, oh. Scheiße. Bin so gearscht. Scheiße, ich war dumm. Nein, ich bin nicht dumm. Ha! Wieso gibt's mir... Wieso gibt er mir einen Sleep, wenn er sieht, dass ich einen Mob... Oh Gott, das ist übrigens ein ganz wichtiger Tipp, den ihr befolgen solltet, wenn ihr im PvP seid gegen einen Zorg. Nehmt euch einen Mob. Immer. Und zum Glück sind wir auf PvP gesockelt. Das heißt, er hat jetzt die sau niedrige Attacks. Nein, ich brauche nicht viel. Ups, wo ist denn? Komm her. Und er hat den Silence trotzdem drauf. Tschüss. Na. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen gehässig. Ah, oh Gott. Er hat mich angegriffen, ja? Also, jetzt gerade. Eben habe ich ihn. Ah, der gibt 4 EP. Ich hätte nicht gedacht, dass auf E4 schon so viel geben, aber 3,5... Oder haben wir momentan Zusatz AP und nicht EP? Nee, Zusatz... Ah, Fortune-Hemer. XP. Also, EP. Ja gut. Ach, die Group Day, die ist doch angenommen. Perfekt. Also, ja, so oder so, weil ich, also das ist jetzt gerade gewesen wie eine einzige Sammelquest und das in einem Mob, also es ist wirklich jetzt schneller. Das mag damit zusammenhängen, dass ich bis eben gerade so extreme EP-Bonis hatte. Moment, kann es sein? Nein, meine Energie des Wachstums war bei dem Priester noch komplett. Es kann ja sein, dass sie währenddessen abläuft und dann kriegst du nicht mehr so viel, aber das war noch komplett. Das heißt, eine Person... Die müssen ja EP-Werte gekriegt haben bei dem 70%-Event oder auch ganz am Anfang bei dem 100%-Event, aber da war noch niemand das Level. So oder so, es ist wieder nichts im Vergleich dazu, wie viel ich insgesamt brauche. Also, wir haben jetzt die ganze Folge ja nur Mobs getötet eigentlich. Da. Und wir haben 0,45% gemacht. Bei, jetzt sind 27 Mobs. Wobei zwei sogar so richtig viel gegeben haben, also... Ich weiß ja nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich finde das sehr, sehr deprimierend. Und so als Vergleich, ich müsste 30 von den normalen Mobs töten, damit ich einen einzigen Elite hier ausgleichen würde. Also bringen sie Elite richtig. Und da ist wieder ein Varia und ich glaube, den schnappe ich mir mal vor. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht der Zorg kommt. Das könnte mich dann echt hart killen, weil dann habe ich ja... Ich werde den Instant auf jeden Fall... Also, er hat 5 Sterne und der Priester, selbst wenn er cracky ist und... Okay, der ist dieses Mal sogar Level 75. War der eben auch 75?
Oh Gott, ich würde sagen, dann war der auch 75. Ihr müsst mir das sagen, ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall ein Stern mehr und der Stern macht halt echt viele EP. Ja, ich tanze absichtlich an der Range, weil... Ach ja, Priester waren ja... Entschuldigung, ich denke die ganze Zeit, das sind... Nahkämpfer. So war das Wort. Fernkämpfer. Falsch, genau falsch gesagt. Okay, eigentlich sollten wir wieder damit klarkommen, wenn wir ihn jetzt hier einfach hier kiten. Ein bisschen TP ziehen. Es ist natürlich wirklich nur ein bisschen, was wir ziehen. Scheiße. Er soll nicht. Nein, 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 nein. Wir haben natürlich jetzt nicht den Root auf ihn abbekommen. Wir versuchen ihn einfach mal zu vieren. Ha, es hat geklappt. Das ist wirklich immer eine Glückssache. So. Wäre ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin gleich nicht mehr aktiv, würde ich ja jetzt meine 100% Rolle mal einfach reinschmeißen. Ich habe noch. Habe ich eine oder zwei? Ich habe noch eine. Das sind 20 und das sind nochmal 20. Nicht stun. Ach, oh, nein, 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 stun mich. Perfekt. TP und MP. Ist nur ungeil, falls es Sockets kommt, aber an für sich ist richtig gut. Ich denke, wir werden das beibehalten, dass wir ihn immer versuchen mit dem. Den werde ich eh nicht im PvP benutzen. Ist halt richtig scheiße, der Skill. Also, er ist gut. Ja? Versteht mich da nicht falsch, aber das lange Casten macht ihn wieder dann ungut. Also, er ist halt im Vergleich zum Gruppen 4, selbst wenn es ein Einzeltarget ist, ne? Nicht so gut. Hält er eigentlich länger? Also, er hat weniger Cooldown, das sieht man ja. 8 bis 15, 11 bis. Der Massen ist einfach besser. Ist er einfach. Mir würde es echt fehlen. Also, was ich gut fände, weil ich persönlich habe das Problem vor allem mit PvP. Ich weiß nie, wie lange genau. Es ist ja total random, welchen Wert der Sekunden er hat. Was auch der Grund, wenn sich zwei SMs gegenseitig perfekt vieren, also beide im gleichen Moment, rollt einer länger. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass beide genau gleich die Sekunden haben, ist gering. Mal eben kurz rooten und wieder angreifen. Es hat ein Geist-Aggro. Okay, Geist, hast du toll gemacht. Du machst anscheinend sehr viel Schaden. Deswegen, ich bräuchte irgendwie so einen großen Countdown, bis der 4 wieder weg ist. Einfach nur, damit ich nicht auf diesen blöden Buff klicken muss, theoretisch, um das zu sehen. Oder irgendwie am Ticken erkenne. Ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden es vorher anfängt zu ticken. Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich noch nie drauf geachtet. Mal gucken. Also hier ist ja jetzt gerade 10 Sekunden vorher. Also das bringt mir gar nichts. Oder ist es bei jedem Scale-Random? Moment. Das, wenn er nochmal ein inneres Scaling hat. Wir schauen uns jetzt einfach mal hier den an. 10 Sekunden, nach 10 Sekunden fängt es an. Also bringt mir es gar nichts, außer ich zähle dann die Sekunden mit. Da müsst ihr immer denken, wenn ein SM perfekt in den anderen 4 seins reinkast, also wirklich genau in der Millisekunde, wo es aufhört, war das in 99% Glück und in der anderen habt ihr einen, der die Sekunden zählt. Das bezweifle ich, dass das jemand tut. Also... Eigentlich müsste es immer Glück sein, wenn es hundertprozentig perfekt in den anderen übergeht. Oder in den CC oder was, sonst was. Dass ihr wirklich rauskommt und in dem Moment seid ihr. Oder ihr kommt gar nicht raus, weil es nahtlos übergeht. Ich hätte gerne eine feste Zeit. Selbst wenn dann die geringere Zeit genommen wird. Also 6 Sekunden, 8 Sekunden und 11 Sekunden. Aber ist es besser als random? Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, aber du kannst auch immer auf die 11 Sekunden an Time, wenn wir jetzt Mass 4 nehmen. Aber versuch das erstmal. Versuch mal irgendwie nach Zeit zu spielen. Also ich habe jetzt im PvP eher so, ich spiele und dann entscheide ich mich relativ instinktiv, welchen Skill ich benutze. Aber wirklich da auf irgendwelche Timings achten, tue ich nicht. Passiert auch manchmal, dass ich dann sehr drücke, weil der Skill noch nicht ab ist und dann, yay! Nein, das passiert aber selten. Also, eigentlich habe ich dafür ein Gefühl, was wann ab ist. So, ich glaube, wir haben jetzt echt rund 4 bis 5 Minuten für diesen Mob gebraucht. Lohnt es sich dann immer noch? Ich schaffe in 4 bis 5 Minuten keine 30 Mobs, also lohnt es sich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war gerade ganz wichtig, dass wir den AP-Pot einballern. 20. Ah, wir haben nur noch Sternenergie. Moment. Wenn wir nur Sternenergie haben, haben wir 120% mehr, also gibt da rund 8 Millionen. Machen wir mal. Schätzungsweise 8 Millionen. Das ist ein ordentlicher Betrag. Gut, nachdem wir das jetzt festgestellt haben, würde ich mal sagen, beenden wir die Folge. Ich glaube, ich mache die Quest jetzt hier noch fertig. Einfach, weil ich es machen möchte.
Wir sehen uns in der nächsten Folge, denke ich, hoffe ich. Und denkt daran, ich habe gefragt, ob ihr einen Nahkampf magischen Boss nicht, also nicht unbedingt, wenn ihr einen kennt, okay, aber wirklich einen Mob, der magisch vom Namen und alles her und was er macht, aber Nahkämpfer, nicht Kleriker. Ja, Kleriker ausgeschlossen. So, bis denn.